So, meine Freunde, willkommen zurück zu einer weiteren Episode des FIFA 13 Let's Plays. Verzeihung, mit mir, Monsieur Le Beng. Und in dieser Episode mal wieder mit bisschen FIFA-Mifa-Action. Und ich werde jetzt hier erstmal ein bisschen. Ich denke, ich werde ein bisschen was erklären müssen. Ich habe gerade eben einen Part aufnehmen wollen, aber der Part, der war definitiv scheiße. Katastrophal, der Part. Desaströs. Kann man, glaube ich, sogar sagen, ja. Kann man so stehen lassen, desaströs passt. 5-0 zur Halbzeit für meinen Gegner spricht für sich und da ist einiges nicht mit rechten Dingen zugelaufen, aber gut. Und vom Gameplay natürlich nicht erste Sahne, vom Commentary nicht erste Sahne. Und das wollte ich euch nicht zumuten, dementsprechend habe ich mir gedacht, machst du noch ein weiteres Spiel und ja. Erstmal, in letzter Zeit kamen nicht so viele Videos, weil ich das komplette Wochenende seit Freitag mit meiner Freundin schön Pokémon, die neuen Pokémon-Spiele gesuchtet habe. Und jetzt habe ich mir gedacht, drehst du mal ein Part für deine verehrten Zuschauer. Inklusive eines Pack-Openings, was ich auch gleich drehen werde. Und der Typ hier hat ein Premier League-Team mit einer Fünferkette. Super, wow. So lobe ich mir das mit CC vorne und Defoe, Jermaine Defoe, dahinter Terrapt. Alle Terrapt. Und das wird ein Spaß, nicht. Aber wie dem auch sei, ich versuche in dieser Episode hoffentlich zu gewinnen. Das habe ich eben im Part auch gesagt, aber ich möchte gewinnen. Und ansonsten wollte ich mich nochmal für die ganzen Leute oder bei den ganzen Leuten bedanken, die schön über den Link in der Beschreibung ihre PSN oder Microsoft Points bestellen oder PSN-Cards. Das unterstützt mich finanziell extrem, besonders im Sinne der Pack-Openings. Aber dazu werde ich dann gleich, glaube ich, noch was sagen. Und ich versuche wieder die Tipps, die ihr mir gegeben habt, bezüglich des Verteidigens umzusetzen. Ich versuch's einfach. Bei mir ist es immer so, dass ein Mangel oder was heißt Mangel, nicht Mangel, aber ein das ist so eine Art Konzentrationsstörung, kann man so sagen, so mittendrin, da bricht einfach alles zusammen. Und wenn ich dann das eine Tor kassiere, bricht alles zusammen. Dann schicke ich meine Verteidiger beispielsweise nur noch raus und das ist alles eine Sache, die man natürlich lernen kann und die ich lernen muss. Ich meine, ich will ja hier gewinnen auch und gut verteidigen und so wenig Gegentore wie möglich kassieren. Wer kassiert schon gerne Gegentore? Und hier habe ich zum Beispiel wieder einen Fehler gemacht. Ich habe einfach nur nach vorne gedrückt, weil es irgendwie bequemer auch ist, muss man ja auch zugeben. Aber was man auch zugeben muss, ist einfach, dass ich immer solche Spaßigkeitsgegner bekomme. Oder irgendwie jeder ist so ein Affe. Ich meine, Solo-Run mit David Luiz, schön und gut. Jetzt fehlt natürlich David Luiz hinten. Nein, eigentlich nicht. Der hat immer noch seine Fünferkette. Das ist sehr nervig. Aber gut. Was ihm hinten natürlich nicht fehlt, fehlt ihm jetzt gleich. Oh mein Gott. Aus dem Winkel hätte er ihn eigentlich gar nicht bekommen dürfen. Oh, schön. Schön, Loris. Schön. Schön verteidigt. Schön seinen Körper dahingestellt und ja, gut. Was gibt's zu erzählen? Real Life Football Länderspiele, meine Freunde. Habt ihr gestern das Länderspiel Deutschland gesehen? Von 4-0 auf 4-4. Unglaublich. Unglaublich, sowas habe ich auch noch nie erlebt. Von 4-0, ich hab erlebt, dass ein Spiel von 3-0 gedreht worden ist, ja. Aber von 4-0, das ist selbst für den Regi, boah, verdammt. Jawoll, glücklich, aber egal. Komm, das, damit muss ich doch jetzt was Neues einleiten. Und, ja, von 4-0 auf 4-4, unglaublich. 60 Minuten super Fußball gespielt von Deutschland, habe ich gehört. Ich habe erst so ab der 60. Minute eingeschaltet. Ich glaube, ich war der Grund, warum Deutschland noch 4 Tore kassiert hat. Ich meine es ernst. Und, ja. Ich war auch geschockt, als ich das gesehen habe. Ich meine, von 4-0 auf 4-4. Unglaublich. Ibrahimovic, aka der Zinken, die Zinkennase hat zugeschlagen. Und, boah, krass. Ich sollte mich jetzt, okay. Ich war natürlich auch ziemlich erstaunt und auch traurig, weil, wie gesagt, ich supporte natürlich immer Deutschland schön. Frankreich supporte ich immer. Und natürlich die Türkei, mein Heimatland. Und ja, ich weiß nicht, zur Türkei möchte ich mich eigentlich nicht äußern. Einige sagen immer, ja, Rigi, was hältst du von diesem Ergebnis und diesem Ergebnis? Was ich dazu sagen will, ist einfach nur, Leute, bei der Türkei läuft gehörig was schief. Und das fängt schon, oder das fängt einfach, die Wurzel des Bösen ist einfach in dem Falle, das sind die ganzen Funktionäre. Die ganzen Leute, denen es nur ums Geld geht, die eher an sich denken und nicht an das Wohle des türkischen Fußballs.
und aus dem türkischen Fußball Kapital schlagen, im Sinne von Korruption und so weiter und so fort. Und das ist ein riesengroßes Problem. Und solange man halt nicht mal ordentlich ausmistet im Verband, boah, das war ein langer Einwurf, im Verband, da wird der Erfolg nicht kommen, glaub mir. Des Weiteren muss man endlich mal versuchen, wie hier in Deutschland, so eine schöne, wirklich gute Jugendarbeit zu vollbringen oder zu erreichen. Und wenn, ich weiß nicht. Ich meine, die Türkei, die hat super, super Voraussetzungen. Ich meine, 72 Millionen fußballverrückte Einwohner. Was gibt's besseres, was gibt's für bessere Voraussetzungen? Aber die Türken machen sich immer wieder selber kaputt. Da kann man sagen, was man will. Das finde ich einfach auch schade. Und ja, ich habe jetzt kein Problem damit, wenn sich jetzt zum Beispiel jemand über die Türkei lustig macht, im Sinne von, wir sind nicht dabei. Ja, natürlich. Wer es nicht verdient, dabei zu sein, der ist auch nicht dabei. Ganz einfach. Punkt. Und boah, der ist krass am Contain. Der ist mega krass am Contain, aber egal. Ich mache mir da nichts draus. Johnson, schieß! Und früher schießen! Was ist das denn? Schieße hier nach 10 Jahren. Oh, Marin. Okay, da habe ich jetzt auch ein bisschen Glück. Natürlich. Und mein Problem ist, ich darf nicht ausgekontert werden. Ich darf nicht ausgekontert werden. Schön verteidigen. Genau, super. So muss man verteidigen, aber der Abschluss, der war natürlich jetzt nicht erste Sahne. Aber ich bin noch am Führen. Ich möchte, wie gesagt, gewinnen für euch jetzt hier diese Episode. Und was noch so für interessante Länderspiele? Spanien gegen Frankreich war noch geil. Wo Frankreich eigentlich ein sehr gutes Spiel gegen den Europa- und Weltmeister geliefert hat, abgeliefert hat. Aber ich wollte ihn jetzt flach einbringen. Warum bringt er jetzt nicht flach ein? Ich hab. Das 2-0 muss folgen, Leute. So, José Enrique. Longshot, Longshot. Ah, damn. Damn. Und, ja. Das war wohl gut. Soll gut gewesen sein. Ich hab's leider nicht geguckt. Wie gesagt, ich war mit meiner Pokémon-Edition beschäftigt. Gebe ich ganz offen zu. Und wow. Irgendwie habe ich das Verteidigen langsam recht gut drauf. Ich mache zwar noch diese kleineren Fehler, aber das ist zum Beispiel auch immer so ein Fehler, den ich mache. Ich mache die Einwürfe zu schnell und dadurch passieren halt immer solche kleinen Flüchtigkeitsfehler, die normalerweise nicht passieren dürfen. Dürfen nicht. Boah! Das war kein Foul. Weiß den anderen Skin. Egal, Marin. Ah, Marin. Beinahe, beinahe. Okay, das Offensivspiel. Ich krieg langsam den Bogen raus. Das ist eigentlich gar nicht so schwer. Ich habe es ja nur schwer gemacht. Ich wollte immer. Ich habe es mir eigentlich immer nur schwer gemacht. Das war das Problem, ne? Aber das gefällt mir irgendwie nicht. Die Spielweise hier. Aber wer erfolgreich sein will, muss anscheinend so spielen. Anscheinend. So, José Enrique, José Enrique, José Enrique. Schön. Jetzt bin ich der Contain. Was los ist, Spasti? So geht das also. Jetzt habe ich euren Trick herausgefunden. Und jetzt wird zurückgeschlagen. Oh, nice. Und jetzt schöner Konter, ein schöner Konter. Zack. Schick, schick, Torres. Schön, 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 schön. Wunderschöner Pass. Unbelievable Ball. Fernando Torres. Abgeblockt, ne? Der war abgeblockt. Der Fuß war da dran. Da war ein Zinken dran. Er holt sein Torwart raus. Ah! Nein! Ja, irgendwie macht das Spiel hier gerade Spaß, weil ich hier auch mal eine Chance habe. Und recht gut, seht ihr wieder? Wieder einen Zweikampf gewonnen. Nice! So muss das laufen, meine Freunde. So muss das sein. So muss das gehen. So muss das gehen. Jawohl! So lobe ich mir das. Wie es auch 6 zu 1 Torschüsse. Boah. Spricht doch für sich. Spricht echt für sich, sowas. Und ja, Länderspiele. Ich weiß, ich kann jetzt eigentlich nur von der Türkei reden, weil die Türkei mich jetzt eigentlich in letzter Zeit sehr, sehr stark beschäftigt hat, weil die Türkei hat auch 2 Länderspiele. Jetzt am Freitag gegen Rumänien und jetzt gestern gegen Ungarn. Und das war einfach katastrophal, was sich da abgespielt hat. Was die Mannschaften sich da erlaubt haben, Leute, das ist. Ich war schockiert. Gut, das Rumänien-Spiel habe ich jetzt nicht gesehen. Aber ich habe die Highlights gesehen und auch Sachen gehört und dass die Mannschaft körperlos gespielt haben soll. So wie Deutschland in den letzten 30 Minuten. Und das ist für mich schockierend. Das macht mich. Das geht mir sehr ans Herz. Das muss ich jetzt mal zugeben. Ich bin jemand. Ich liebe mein Heimatland über alles. Mein Heimatland ist einfach.
Das sind meine Wurzeln und seine Wurzeln darf man nie verleugnen, seine Wurzeln darf man nie vergessen. Und wenn ich an so etwas sehe, das schockiert mich, das macht mich traurig, das... Da will ich am liebsten die Funktionäre, die dafür verantwortlich sind, für diesen jahrelangen Misserfolg. Oder ich will den Leuten endlich mal klar machen, hey, was ist los mit euch? Was ist verdammt nochmal los mit euch? Investiert mal ein bisschen mehr in die Jugend. Okay, schon gut, ihr müsst natürlich sehr, sehr viel Geld bezahlen und viel investieren. Und auch, es wird nicht von Anfang an Erfolg garantiert sein. Aber am Ende werden wir die Früchte ernten. Das will ich denen sagen. Seht das Beispiel Deutschland. Ich gebe immer das Beispiel Deutschland. Das ist aber so. Was hat Deutschland denn nach der verkorksten EM 2004 gemacht? Die haben richtig schön in die Jugend investiert. Und die Früchte erntet man heute. Jugendspieler über Jugendspieler. Talent über Talent. Das ist klasse. Das ist... Wow. So muss man junge Talente fördern. Und nicht so wie in der Türkei. Das Taktikverständnis in der Türkei ist eh immer, da kriegt man als Außenstehender einen Schrecken. Wisst ihr, wir 72 Millionen Einwohner, fußballverrückte Kinder, aber keine Ahnung von Verständnis. Und wenn das taktische Verständnis natürlich nicht stimmt, das ist doch ein sehr, sehr großes Defizit, besonders jetzt heutzutage. So wie Fußball heutzutage gespielt und oh mein Gott, das wäre es gewesen, ich Idiot, wäre ich weitergegangen. Aber so wird's gespielt. Jawohl. Ja, 2-0, Leute, 2-0. Ficke deine Mutti. So, ich glaube, dieses Spiel, erstmal muss das Spiel natürlich gewonnen werden. Man darf sich nicht zu früh freuen. Siehe Deutschland, das habe ich gestern, da habe ich gestern die Lehre gezogen, dass das nicht nur in FIFA so ist, dass man aus einem 4-0, 4-1 oder eine Niederlage kassiert. Das kann immer wieder so sein. Und ich muss jetzt hochkonzentriert sein. Ich habe gerade wieder die Konzentration verloren, halt, falls ihr das gesehen habt. Und, ich liebe das. Gibt es jetzt Geld, Chiri? Zeigst du meinen Spieler Geld? Ja, kann sein. Dafür habe ich jetzt einen Spieler irritiert. Und ich komme wieder nach vorne. Was willst du machen, Chiri? Oh, willst du mir wieder eine gelbe Karte zeigen? Oh, okay, alles klar. Ich liebe das, Leute. Dieses Mauer nach vorne, das gibt mir der R1-Taste, wenn der Gegner einen Freistoß hat. Oh, und jetzt sagt er nichts mehr. Okay. Plus ein Schritt nach vorne. Hi. Und der Ref sagt wieder nichts. Der hat, glaube ich, auch die Schnauze voll. Oh, Hugo Lloris. Hugo Lloris. Super. Hier hätte ein starker Konter. Kommt. Jungs. Valencia, 90 Pace. Zeig David Luiz, was du kannst. Oh, was machst du da? Verdammte Scheiße. This is fucking Bullshit. Das wäre das 13-0 eigentlich hätte sein müssen. Das ist so ein türkischer Regisatz. So ein türkischer Türkensatz. Was? Concentration. Bam, schön. Okay. Starke Flanke, komm. Tarab, Adel Tarab. Tarab. Mann, Junge, was ist das denn für ein Bahn? Da krieg ich die Kotze. Perfekte Schussgelegenheiten an sowas. Valencia. Oh, Valencia, warum schießt nicht einfach mit rechts in den Winkel? Warum ballerst du ihn nicht einfach rein? Kann mir da jemand mal einen Tipp geben? Manchmal schießt er hier mit dem linken Fuß, obwohl er mit dem rechten schießen soll. Sowas verstehe ich auch nie in FIFA. Das ist auch so eine Sache, die mich ankotzt. You know what's bullshit? Das ist das. Boah, Saidi setzt sich hier schön durch. Das muss ich aber auch sagen, Saidi ist ein Top-Spieler. Auch wenn der hier nicht gut aussah, aber er hat eine Ecke rausgeholt, zumindest. So, und ich weiß, dass er seinen Torwart immer rausholt. Das werde ich jetzt schön abusen. Oder ich jetzt abused. Habt aber nicht. Gut, egal. Ball wird abgefangen. Und jetzt nicht auskontern lassen. Mein Problem ist halt, wie ihr gesagt, ich werde bei Eckbällen sehr, sehr oft ausgekontert. Und Tarabt bei ihm. Er fummelt, hat den Ball immer noch und nichts passiert. Gott sei Dank. Und jetzt muss aber ein starker Konter meinerseits kommen. Auch wenn die Fünferkette hier wieder sehr, sehr tief steht. Oh, genau. Marco Marin. Ja, aber kommt Torres. Oh, da hast du gerade Torres das Rückgrat gebrochen. Ja, also. Eine Anzeige wegen Körperverletzung wird kommen. Egal, so, pass auf Torres. Boah! Wer war der Verteidiger? Smalling, bisschen nicht mehr so aggressiv reingehen. Und er holt sein Torwart raus, jetzt werde ich ihn tricken.
Oh, das irritiert mich schon, wenn er den Torwart rausholt. Gib mir mal, Leute, ich brauche ein paar Tipps, genau. Wenn der Gegner den Torwart rausholt, das irritiert mich jedes Mal aufs Neue. Und ich habe keine Ahnung, was ich da machen soll. Und boah! Marco Marin gewinnt einen Zweikampf gegen Defoe. Tschüss! Leute, ich bin gerade zutiefst beeindruckt. Oh. Und sowas geht mir auch um den Sack. Diese zu kurzen Kopfballpässe. Obwohl ich da einfach nur auf X drücke. Das darf in Zukunft nicht mehr sein. José Enrique. Und ich habe immer noch den spanischen Kommentateur. Den spanischen. Den französischen Kommentateur. So, und boah, danach muss ich endlich das Pack-Opening drehen. Da habe ich riesig Bock drauf. Besonders weil die in diesem Team of the Week klasse Spieler dabei sind. So, starker Pass auf Torres. Torres, oh. Wurde aber auch gut ausgebremst, muss ich sagen. Schön verteidigt da. Schön verteidigt, Leute. So lobe ich wieder. Das war doch gut verteidigt, oder? Eigentlich. Aber wie gesagt, ich bin immer noch offen für Kritik. Wenn ihr irgendwelche Mängel in meiner Verteidigungstechnik findet, sagt mir Bescheid. Aber komm. Deshalb müsste ich das doch eigentlich drauf haben. Hoffe ich doch mal. Und ich spiele gegen Fünferkette gerne mit Dings. Gegen Fünf. Boah! Nice, nice, Leute. Gegen Fünferketten spiele ich liebend gerne mit Flanken. Das ist sehr effektiv. Besonders wenn man Adebayor oder so vorne hat. So einen richtigen Tank. Oder so ein Lassina Traoré. Das hilft wirklich. Und auch Freistöße habe ich in letzter Zeit gut geübt. Hier habe ich ihn wirklich, wirklich schön genommen mit dem Okocha. Ich zeige euch das mal. Ich hoffe, ich kann das. Ah, seht ihr? Bisschen zu schwach. Aber an sich gar nicht mal so schlecht. Dass du scheiße bist, weiß jeder, der Ahnung hat. Na, von wo war das? Och, da solltest du nicht hinpassen. Da solltest du einfach nicht hinpassen. Lass es in Zukunft einfach bleiben. Starke Flanke, ja. Jetzt bitte. Ein Tor will ich dir noch reinballern. Damit er sieht, Fünferketten for your ass, bitch. Oh, nice. Stefan Mbia. Stefan Mbia. Stefan Mbia. Auferstehung des Bangers oder was? 2-0 gegen Fünferkette, wundet euch. Bam! Einfach nach vorne ballern. Oh, ich sehe schon, ich werde jetzt gerade wieder. Abo. Für eine kurze Moment habe ich gedacht, der geht rein. Na egal. Wisst ihr, wenn er sein Torwart rausholen kann, dann kann ich das doch auch, oder? Dann kann ich das doch auch, oder, Leute? Aber egal. Mbia hat jetzt auf beiden Seiten einen Kopfball getroffen. Hätte ich meinen Torwart nicht rausgeholt. Ich Idiot, ich Depp. Ich kurz mal raus. Aber gut, das Spiel, der müsste jeden Moment abpfeifen. Wenn ich Glück habe, mache ich noch ein Tor. Aber hier, pfeife ab. Geht doch. Und ja, Leute, Sieg für euch. Sieg für uns. Ich freue mich gerade riesig. Endlich mal wieder. Muss auch mal sein, ne? Und damit wäre der Klassenerhalt in Liga 2 gesichert. Zwei Spiele noch. Ich könnte noch aufsteigen. Je nachdem, Meisterschaft nicht mehr. Aber aufsteigen könnte ich mit zwei Siegen oder einem Sieg, einem Unentschieden. Hoffentlich werde ich das auch machen. Ich habe jetzt Lust auf wieder ein bisschen tiefer bekommen. Ich werde jetzt gleich ein bisschen Offscreen spielen nach dem Pack-Opening. Und bis dahin, haut rein, macht's gut und ciao, euer Löbeng. Und wenn euch der Part gefallen hat, gebt mir den Daumen hoch. Ein kleiner Klick bei euch mit einer großen Wirkung für mich. Haut rein, macht's gut und ciao, euer Regi.